Wir sind hier im Studio im Hochhaus Zingsterstraße 25, das ist in Neu-Hohenschönhausen. Sehr einfach zu erreichen mit der M4 und 5. Ich bin Uwe Jonas, Künstler und seit 2015 Kurator des Studios im Hochhaus. Im Studio im Hochhaus machen wir viele Veranstaltungen, um die Attraktivität des Ortes zu heben. Und auch mehr Leuten die Möglichkeit zu geben, herzukommen und auch eine größere Bandbreite zu zeigen an künstlerischen Möglichkeiten. Zum Auftakt des Jahres zeigen wir hier im Studio im Hochhaus immer eine große Gruppenausstellung. Diesmal beteiligen sich 185 Künstlerinnen. Die Galerie besteht ja aus 4 Räumen. Wir befinden uns hier in den Raum der freien Kunst. Und dann kommen wir jetzt hier weiter in den Architekturraum. Im Architekturbereich gibt es immer ein Jahresthema. Dafür wird ein Handapparat zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann sich schön hinsetzen und in den Büchern stöbern. Es gibt Modelle und Pläne. Das heißt, das ist eigentlich ein Raum, in dem man sich länger aufhalten kann und einfach rumstöbert und ein bisschen liest über die Möglichkeiten der Architektur. Hier finden sich von den meisten Künstlerinnen, die hier ausgestellt haben, seit 2015 Kataloge. Um Informationen zu bekommen, was im Studio im Hochhaus läuft, gibt es ein Jahresprogramm. Und unter studio-im-hochhaus.de kann man sich alle Informationen über aktuelle und vergangene Ausstellungen anschauen. Wenn Sie ins Studio ins Hochhaus kommen, dann wird Sie eine Aufsichtskraft empfangen, die Ihnen die gesamte Ausstellung erklären kann. Oder Sie können auch ganz alleine hier rumschweifen und wenn Sie Fragen haben, sich an die Aufsicht wenden.